Hallo Menschen, auch dieses Jahr soll es wieder einen sogenannten Frauenpower-Februar geben, der wieder von Steffi vom Kanal Steffis Leseleben organisiert wird. Zu dem Zeitpunkt, als ich mein Video drehe, gibt es von ihr noch keins dazu, aber es ist auch einfach noch sehr früh im Monat und ich hatte heute einfach Zeit, Videos zu drehen. Aber ich weiß durch eine WhatsApp-Gruppe schon, dass es stattfinden soll und prinzipiell ist die Idee einfach nur, dass man wenigstens mehr Autorinnen liest als sonst. Im besten Fall vielleicht auch nur Autorinnen in diesem ganzen Monat. Und ich wollte noch kurz was dazu sagen, weil es ja auf meinem Kanal eigentlich ganz selten Leselisten oder TBRs oder dergleichen gibt. Und das wird auch wahrscheinlich nicht das inhaltsvollste Video, weil ich ja noch nichts zu den Büchern großartig sagen kann, denn ich las sie ja noch nicht. Aber in dem Fall wollte ich halt ganz gerne noch so ein bisschen Aufmerksamkeit auf diesen Motto-Monat lenken. Vielleicht haben ja ein paar Leute von euch die Steffi noch nicht abonniert. Das solltet ihr aber auf jeden Fall tun. Das ist ein sehr, sehr guter Kanal. Und dann kriegen es vielleicht so noch ein paar mehr Leute mit. Und dann berichte ich euch mal, was ich lesen möchte. Es geht nämlich los mit einer gemeinsamen Lektüre zusammen mit Sophie vom Kanal Verstand. Und zwar lesen wir Marlina von Ingeborg Bachmann. Das soll insgesamt so ein bisschen ein länger anhaltendes Projekt werden. Jetzt nicht jeden Monat, wir haben keine bestimmten Zeitkategorien dafür, aber wir wollen uns so ein bisschen an Lektüre machen, die teilweise eben im Germanistikstudium besprochen wird oder eben auch nicht. Also bei mir wurde es zum Beispiel relativ vernachlässigt, die alle so von deutschsprachigen Autorinnen geschrieben wurden. Also entweder so im Bereich moderne Klassiker, vielleicht auch angrenzend so ein bisschen an die Gegenwartsliteratur, aber allgemein so Dinge, bei denen hoffentlich ganz gute Diskussionsthemen entstehen, und das ist dann eigentlich perfekt für eine gemeinsame Lektüre. Ich möchte außerdem weitermachen mit einem Buch, was ich in der Woche unabhängiger Buchhandlungen hier in Dresden kaufte, nämlich Unsagbare Dinge von Lori Penny, ein Sachbuch, wobei also wirklich eher so populärwissenschaftliches Sachbuch, wenn ich das richtig verstehe. Es ist definitiv irgendwie keine Fachlektüre, sondern von den ersten Seiten her hatte ich sogar das Gefühl, sie schreibt so ein bisschen halt, wie sie redet. Sie ist Aktivistin, das ist sehr, sehr Tacheles. Mal gucken, wie elegant es dann immer geschrieben ist, ob es mir gut gefällt. Und ich weiß auch noch nicht, ob sie das dann viel mit irgendwie Fakten und Statistiken verknüpft oder ob das halt wirklich eher ihre Meinungen so sind, im Bereich Essay dann vielleicht eher anzuordnen. Auf jeden Fall interessiert es mich vom Thema her sehr. Und endlich, endlich möchte ich auch mein erstes Buch von Joanna Bartor lesen. Das ist eine Autorin, die ich immer wahrscheinlich mit Caro von Caros Bücher verbinden werde, denn mit in einer ihrer ersten Videos oder so, oder zumindest etwas, was ich halt so mit ihr in Verbindung bringe, war das Buch Sandberg von derselben Autorin. Ich entschied mich jetzt für Wolkenfern und das verbinde ich auch noch mit so einem, ich sag mal, einem etwas besonderen Kauf, denn ich war da in Wien in einer Buchhandlung für Lesben und Schwule und sie hatten auch so ein bisschen was zur Queer Theory da, aber eben auch viele Romane, in denen das Thema behandelt wird, was ich zurzeit sogar, glaube ich, ein bisschen ansprechender finde. Also immer mal so ein Sachbuch zwischendurch, auf jeden Fall gerne, aber ich mag es auch, wenn es halt einfach so ein bisschen natürlich in einen Roman eingearbeitet wird und da schauen wir mal, wie Joanna Bartor das macht. Und ein Buch, von dem ich mir schon so ein bisschen viel verspreche, denn bisher mochte ich alles von der Autorin, das wäre in dem Fall Fingersmith von Sarah Waters. Hier sind wir wieder so ein bisschen im Bereich historischer Roman. Das Ganze spielt nämlich 1862 in London und wir folgen wohl mehr oder weniger einer Gruppe Diebe, die nennt sich halt also Fingersmith, weil sie halt mit ihren Fingern klauen, ja, mit was auch sonst, mit ihren Füßen, ne. Auf jeden Fall mag ich es meistens sehr, wie sie halt auch LGBTQ+-Themen ganz normal in ihrer Geschichte einwebt und das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, was ich noch ein bisschen mehr von meiner Literatur ganz gerne hätte. Dann habe ich hier noch ein Buch, was von der ersten Klassikerwoche übrig geblieben ist, denn es kam leider zu spät bei mir an, um es noch in mein Video mit einzuarbeiten. Und zwar heißt es Deutsche Dichterinnen vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Gedichte und Lebensläufe, herausgegeben von Gilda Brinker-Gabler. Also eine, ja, hoffentlich umfassende Zusammenstellung verschiedener Autorinnen, die alle dichteten. Es gibt eine Einleitung, es gibt teilweise Bilder. Ich bin mal gespannt, das werde ich halt wahrscheinlich nicht am Stück lesen, sondern immer mal so zwischen den anderen. Also mal so drei, vier Gedichte vielleicht oder eine Autorin immer am Stück. Es sind wirklich, wirklich viele, wenn ich hier mal hin so durchschaue. Und ich bin hier vor allem nochmal interessiert so an denen, die vielleicht am Anfang stehen, denn aus der Neuzeit, da kennt man ja so ein paar, zum Beispiel auch Ingeborg Bachmann, Nelly Sachs, Rose Ausländer und dergleichen, Sarah Kirsch. Aber so von den Anfängen damals, da kenne ich spontan so gar keine Frauen. Es scheint sie gegeben zu haben, aber ja, da gibt es für mich noch viel zu entdecken, kenne ich mich gar nicht mit aus. Und die Bücher, die ich bisher nannte, das ist so der feste Plan, da bin ich mir auch relativ sicher, dass ich dazu kommen werde. Aber ich habe noch zwei etwas dickere hier, bei denen es natürlich auch sehr schön wäre, wenn ich sie komplett lese, aber immerhin beginnen möchte ich mit ihnen. Und zwar einmal wäre das Feder im Sturm von Emily Wu, die das aber zusammen mit einem, nennt man das dann auch Ghostwriter, wenn er bekannt ist? Also die ist halt zusammen mit jemand anderem schrieb und es geht um ihre Kindheit in China. Sie ist die Tochter eines Amerikanistikprofessors, was natürlich während der Kulturrevolution nicht besonders angesehen war und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich ein schweres Schicksal war und sie lebt inzwischen in den USA, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, und ich finde es schon interessant, wie Menschen allgemein, also nicht nur Frauen, aber ihren Weg gehen in einer Gesellschaft, in einem System, in dem das halt nicht so leicht ist, in dem man einfach nicht die Freiheiten hat, in dem man halt plötzlich zu öffentlichen Denunziationen geladen wird, nur weil man Amerikanistik zum Beispiel studiert oder lehrt, finde ich immer interessant. Und ja, der große Klopper, ich kaufte es mir vor knapp einem Jahr noch nicht ganz, aber ich möchte mindestens anfangen mit Das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir. Ich hörte da in einem Video mal jemanden mehrere Stellen draus zitieren und ich war hin und weg. War dann aber halt doch auch ein bisschen abgeschreckt von der Dicke, aber das ist ja noch nicht so schlimm. Aber es ist auch winzig kleine Schrift und das ist halt wirklich, das sind 900 Seiten an vielen, vielen kleinen Wörtern. Aber ich glaube, inhaltlich könnte mich das auf jeden Fall überzeugen. Und das ist dann insgesamt meine Leseliste für den Frauenpower Februar. Mal gucken, ob noch irgendwie was anderes reinkommt, eine Neuerscheinung, ein elektronisches Leseexemplar oder dergleichen. Aber an die möchte ich mich ganz gerne machen und ich bin schon sehr gespannt. Auf jeden Fall würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn vielleicht auch ein paar Leute mitmachen, die nicht so aktiv auf BookTube sind, also keine eigenen Kanäle haben. Könnt mir sehr, sehr gerne in den Kommentaren etwas dalassen, was ihr jetzt vielleicht für diesen Monat lesen wollt oder ob bei euch eh automatisch immer mehr Autorinnen sind. Ich würde sagen, es ist eher selten oder vielleicht so in den Genres, also Young Adult, New Adult, Romantik, moderne Liebesgeschichte und dergleichen, aber so in den Bereichen, in denen ich lese, ich finde, da muss man schon immer so ein bisschen die Augen aufhalten und aktiv Autorinnen suchen oder zumindest sind einige der Namen, die halt immer so groß beworben werden, Autoren, ist ja an sich auch nicht verkehrt, aber in Abständen so eine kleine Erinnerung an die großartigen Werke von Frauen finde ich auch ganz richtig so. Also lasst mir gerne etwas in den Kommentaren da und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.